Oh, schade, dass Fraps das nicht gerade aufgenommen hat. Das wäre ein sehr kleiner Schmutzler gewesen. Ich hab angefangen mit den Worten, ah, wenn man gegessen hat, ist auch alles besser. Und dann macht Windows Düding und mir ploppt eine Meldung auf und das Spiel wird minimiert. Dummerweise hat Fraps das Mikrofon nicht aufgenommen. Wahrscheinlich, weil ich beim Schieben des Mikrofons versehentlich diesen Wackelkontakt, den das leider hat, ausgelöst habe. Naja. Ja, geh weg. 50.000 Mal das Menü drücken. Es reicht langsam. So, ich bin mal gespannt, wie lange wir noch machen werden, weil ich denke mal, ewig werde ich nicht machen. Nicht diese Mission hier. Ich werde noch die Ethereum-Splitter finden, suchen. Das will ich machen. Willkommen im Gasthaus Wielemühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ja. Woher hallo, seid ihr gekommen? Hallo. Ich erwiese mich! What? Ich kann euch nicht besiegen! Ihr hättet nie herkommen sollen! Warum greift mich Tasker an? Jemand muss etwas unternehmen! Wieso greifst du mich an, Alter? Das wird euch eine Niere sein. Okay, Talska ist böse. Sehr böse, Junge. What the fuck ist das für ein Buch? Das habe ich auch schon mal gelesen. Ich habe gehört, wie Temba euch gestern angebrüllt hat. Ihr seid also der Attentäter? Wieso lasst ihr zu, dass ihr müsst ich so den mit adligen euch Gast in der Drachenfeste in Weißlauf ermorden. Hier ist das Gold. Ich hoffe, es reicht. Das mag sein. Aber Beleidigungen sind Beleidigungen. Ich lasse einfach mal alles stehen. Ich will mal sagen, ich mache mal Folgendes. Dass ich mal ganz kurz zur Zuflucht springe hier. Und mich dann von den beiden verabschiede, weil dann habe ich mehr Zeit, habe ich mehr, ja, Ruhe. Ja? Was nun? Wartet hier. Oh, ihr wollt eine Weile alleine weiterziehen? Nun gut. What's on your mind? Bitte warten. Don't be too long. I hate having to entertain myself. Ja, passt schon. Du kannst mit Serana gut stellen. So, dann gehen wir zu Weißlauf. Ganz alleine. So, kleiner Tipp, wenn ihr euch Pizza bestellt und die ist warm. Also nicht mehr essbar warm. Also kalt. Macht einen Ofen auf 100 Grad warm oder 150 und schmeißt die rein. Ah, die UV-Lichtstrahlen gehen zum Boden. Und in der Nacht werden alle radioaktiv UV verseucht. So, hier drin ist ein Adliger. Der ist des Todes. Könnt ihr einen Mann nicht einfach seine Arbeit machen lassen? So eine Frechheit. Ja, die Frage ist, wo du deine Arbeit machen lassen willst. Boah, hier drin ist ja super schwierig. Ich könnte von da oben versuchen, das runterzuschieben. Der wird wohl nicht woanders hingehen. Und die Wachen nerven. Ja, ist gut. Das wird doch nix. Das wird doch super schwer.
gibt doch einen Zauber Nocturner Schatten oder so, ne? Der würde mir jetzt nämlich helfen. Oder Schatten von Nocturnal, irgendwie so. Da, Schattenmantel. Keiner mitgekriegt. Yeah. So schnell geht das. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass das eine Dauerquest. Ich könnte es noch nachgucken. Ich würde sagen, eine mache ich noch und dann ist aber wirklich genug. Weil dann langweilt ihr euch auch, dass es immer dieselbe Leier. Das Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem nervösen Wirt von Haus Kerzenschein in Windhelm. Nehmt sein Gold und dann tötet das Ziel. So beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Es ist anscheinend auch immer dasselbe. Das macht das jetzt leider ein bisschen schade. Also ich merke, die dunkle Bruderschaft ist zu Ende. Prinzipiell, das wird einfach nur das hier gemacht. Das ist einfach nur Geld fahren. Kriegst jedes Mal 1200 und passt schon. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich... Ihr seid hier. Ich hatte mich schon gefragt, ob das schwarze Sakrament überhaupt gewirkt hat. Ihr müsst für mich eine Frau umbringen, eine arme Fischverkäuferin am Hafen von Riftholm. Hier ist das Gold. Falls jemand fragen sollte, dieses Treffen hat nie stattgefunden. Na, alles gut. Falls jemand fragen sollte, dieses Treffen hat nie stattgefunden. Nee, ich wollte ihn nachgucken, danke. Was für eine Leichenschändung. Ja, ist gut, bleib liegen. Wen soll ich umbringen? Oh, diesmal ein Riftern. Mal ein anderer Ort. Habt ihr es auch gehört? Ich habe nach euch gesehen. Lasst. Das war's dann wohl. Ich muss los. Danke. Naja, egal. Also immerhin die Zielpersonen variieren mal ein bisschen. Aber es ist ja letzten Endes auch immer. Bring doch diesen NPC um, der ist nutzlos und die treffen, die auf die, das sind halt auch keine wichtigen Leute. Das sind irgendwelche so und so, ja. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet eigentlich von dem Ende der dunklen Bruderschaft, naja, gut. Es schneit in Riftern. Seit wann schneit es hier in Riftern?
Griff hast du noch nie geschneit. Hey, schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Schnappt sie euch! Tötet ihr sie! Ihr seid ekelhaft! Haltet ein Kampf von mir fern! Hey, ein Kampf ist gut. Das heißt, dass ich ungestört die Zielperson ausschalten könnte. Wenn mich die Ladezone durchlässt, hallo? Geht doch. Naja, nicht ganz ungestört, das ist eine Wache. Das sind sogar mehr Wachen. Ich hätte es zurücklassen können. What? Ich hätte es wieder dorthin stecken können, wo es herkam. Tiefe? Interessant. Tief interessiert mich jetzt doch. Die Frage ist, woher kommt das? Klingt... Ey, anstatt richtig rauf zu springen. Lass unseren scheiß Rand entlang. Das müsste man hier einbrechen. Klingt wie Agonia übrigens auch. Kommt's hierher? Hier raus irgendwie? Löcher nicht separieren, Hotstädten. Ne. Im Buch gibt's nichts, was verändert werden kann. Nö, nee, von hier kommt das nicht. Komisch. Dabei kommt es eigentlich von hier. Lexikon, Last. Wovon redet ihr da? Und wohin schwimme ich? Die Erinnerungen. Ich halte sie nicht mehr aus. Bringt sie weg von mir. Zurück nach Avanchensee. Schon gut. Ich nehm das Lexikon! Ich höre es nicht mehr.
unergründliche Tiefen. Gut, ich denke mal, mit der Bruderschaft sind wir endgültig durch. Kurzum, mich enttäuscht das Ende. Da hätte man mehr machen können. Das ist wie bei Elder Scrolls Online, das ist auch nicht so groß gemacht worden. Es wird immer so groß gepriesen. Oh, das ist eine super Quest und so. Aber nach dem Höhepunkt lässt man einfach das fallen. Das ist so scheiße. Es gibt keinen besonders guten Abschluss. Das gab es bei beiden Addons nicht. Das ist schade. Das hat es nicht verdient. Gut, dann machen wir jetzt noch den Rest. Aus den Tiefen. Ich glaube, die war oben. Könnte aber ein Geist gewesen sein. Den habe ich einfach nicht gesehen. Gut. Noch ein Wanschenzell. Da waren wir auf jeden Fall schon mal. Da gehen wir mal hin.